Leute, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, was ist denn da gerade mit der Spedition gekommen? Ich freue mich richtig, Leute, ich habe endlich für meinen S500 V222 V8 Biturbo einen Auspuff. Und ich würde mal sagen, dass ich jetzt aufhöre, so komisch zu reden, als erstes auspacken, oder? Soundcheck original, Auspuff auspacken, S-Tonne auf die Bühne, Drainpipe Soundcheck und dann Auspuff Soundcheck. Okay, und los. 6-3 AMG, guck die Scheiß, mach ein Auge. Digga, besser kann's nicht laufen. 500 S, lass vorm Haus für nur 1000. Digga, besser kann's nicht laufen, wenn's wird gelenkt. Seiten auf Null, fahr besser rechts, lass den Text durch. Ich bin so aufgeregt. Ich auch. Danke, danke, Mutlo von Livella. Fürs schnelle und unkomplizierte Besorgen dieser Abgasanlage. Mutlo bekommt ihr alles an Abgasanlagen für alle Fahrzeuge, die ihr so Bock habt. Hier steht auch vielleicht so ein bisschen eine andere Firma drauf, mit der da so ein bisschen zusammenarbeitet. Ne? Also ich will nichts gesagt haben, ne? Aber das ist bestimmt kein Zufall, ne? Weiß ich noch. Ich will hier keine falschen Aussagen treffen. Auf jeden Fall sehr, sehr coole Handmade Custom Abgasanlagen. Legal. Legal, genau. Aber dazu, zu dem ganzen Thema sagen wir gleich auch noch was. Ja, ich hasse es, Mann. Ich bin so aufgeregt. Ja, nicht in Finger schneiden. Auspuff auspacken ist das neue Felgen auspacken. Ja. Früher hatte man das gleiche Gefühl bei Felgen. Ja. Heute muss ich sagen, ballern mich Felgen nicht mehr so ultimativ um. Aber Auspuff, das schockt. Bin mal gespannt auf die geilen Schweißnähte. Ja, wo ist denn der LED-Tisch, Max? Was für ein LED-Tisch? Ja, damit du das Thema fachgemäß präsentieren kannst und nicht neben so einem Pfandstapel. Ich habe hier, auch eine coole Abgasanlage, ne? Seht ihr das? Bin auch cool. Fühlt so am allermeisten, um ehrlich zu sein. Ja, real geblieben auf dem Boden, bisschen, ne? So ein bisschen verschwitzt, noch ein bisschen zittrig vom Kaffee, weißt du, hier neben dem verstaubten R8 und dem Pfand. Der nicht anspringt. Aber da kümmert sich Loco Loco ja gerade. Ja, ne? Aha, ja, da habe ich doch glatt meinen Mittelschalldämpfer hier fast weggeworfen, ne? Mhm. Freunde, das sind die Mittelschalldämpfer-Ersatzrohre. Geil, ey. Guckt euch das an. Ich wieder so ein Zelt in der Hose, ne? Mhm. Kunde. Aber ist ganz schön groß, ne? Für einen 500er. So das Rohrdurchmesser. 62 oder so hat er, 2,5 Zoll. Ganz geil, ne? Mhm. Schon ganz geil. Ja, schon ganz geil. Ganz geil. Ich will jetzt irgendwie nicht zerkratzen, ne? Nö, ja, siehst du? Kein LED-Tisch. Na, ich muss hier gleich sowieso mal durchfahren. Nix so, erstmal dahin. Erstmal als Unboxing, ne? Nee, alles klar. Skript, Regisseur. So, jetzt. Ach so! Hm? Jetzt verstehe ich das. Es ist eine Mercedes S500 S63 AMG-Anlage. Also es ist die gleiche wie unter den 63. Echt? Das heißt, wenn ich bald vom 500er upgrade auf 63, dann nehme ich die Abgasanlage einfach. Einfach mit! Geil, das ist es. Heftig. Macht mal mehr Klicks, damit ich mir auch AMG leisten kann, so wie dieser eine. Also das ist schon mal viel Rohr ohne Schalldämpfer, das gefällt mir. Ja, Mann, das gefällt Hensch auch. Ja, ist ja legal, ne? Geile Trompeten. So, aber ich habe mir natürlich nicht nur Mittelschalldämpfer-Ersatzrohre bestellt, die übrigens auch legal sind, sondern Schalldämpfer. Hey! Die sind aber ein bisschen klein, ne? Die Schalldämpfer. Ja, das macht ja den Sound aus. Ich bin mal ein S7 gefahren mit der Anlage und die war wirklich, also von Klappe auf Klappe zu, so ein dermaßen heftiger Unterschied. Es war echt krank. Das ist jetzt so schön. Ja, weil ich Soko, ne? Hört ihr? Lass mal reingucken hier. Alles Serie. In das dicke Rohr. Hm. Ja, okay. Da ist einfach nur straight. Der. Hallo! Der hat da nur noch Cuts. Aber siehst du die Klappe? Ja, da sieht man die Klappe. Geil, Mann. Das ist ein reiner, wenn überhaupt, Absorptionsschalldämpfer. Ja, sie funktioniert. Gut. Habt ihr gehört? Warte, wollt ihr noch machen? Ja, warte. Oh, geil. Also wenn hier Unterdruck anliegt, also Druck gezogen wird, geht die Klappe zu. Habe ich das gut erklärt, John Kerr? Ja. Super erklärt. Mega. Gut. Ich bin begeistert. Ach so, sie ist die ganze Zeit offen. Das heißt, wenn das Unterdrucksystem kaputt ist, dann ist ja die... Ja, dann ist die Lautstärke beeinträchtigt. Aber dann kann man ja auch eigentlich gar nichts dafür, ne? Dann ist ja nur ein Defekt in der Unterdruckleitung. Nicht, dass du da noch einen Schlauch am Auspuff verlegst, der durchschmilzt. Oh nein. Das wäre sehr ärgerlich in der Polizeikontrolle, ne, wenn die Klappe die ganze Zeit... Das wäre ein eindeutiger technischer Mangel ohne Punkt. Da soll doch einer sagen, man könnte sich
Man könnte sich Lautstärke in Deutschland nicht kaufen, ne? Schönen Tag noch, ne? So, das war's, ne? Und hier noch wichtige Informationen, die lese ich mir aus. Ja, und ein bisschen Leitung ist da noch dabei, ne? Und Kabel und so. Da, ja, da musst du ein bisschen was verkabeln. Da kommt ja eine Klappensteuerung hin, damit das Ganze legal wird. Ach so, so wie bei dir? Dass dann genau. Dass leer gesungen wird, weil du das auf Dauerplus legst, ja, das Kabel. Ja, hallo, hallo, hallo. Das ist hier ganz, das ist jetzt serienmäßig hier natürlich an der Klappensteuerung angeschlossen. Noch mehr Kabel. Ja, Max, plan den Tag schon mal ein. Der Motor ist warm, ich bin nämlich gerade bei der Halle angekommen. Leg mal einen kleinen Riemen hier rauf. Bist du bereit? Ja. Scheiße, ich darf ja jetzt gar nicht so übertreiben, ne? Ordnungsamt, ne? Keine Soundchecks mehr. Ja, okay. Ich glaube, das Ordnungsamt kommt nicht. Da müssen wir was machen. Ich glaube, da kommt niemand, nicht mal Chayas vor der Shisha-Bar. Aber man merkt schon die Charakteristik des Motors. Ne? Man hört halt diesen AMG 5.5er so ein bisschen raus aus dem 4.7er. Wegen dem V8? Ja, ja, wegen dem V8. Ich würde ja gerne sagen, ich habe ein gutes Gefühl. Ja, Freunde, dann kommen wir ran hier, ne? Das erste Mal 222 von unten. Normalerweise sind S-Klassen ja dafür bekannt, alles mögliche an Schalldämpfung drin zu haben. Hier reicht es tatsächlich, da sieht man den Turbo. Eigentlich, ne, den sieht man gar nicht. Alter, nee, die sind ganz weit vorne. Ja, aber da kommt auf jeden Fall die Downpipe, dann kommt ein Vorcut, der bleibt erhalten. Dann kommt hier so ein Hosenrohr, das nimmt nichts an Schalldämpfung. Wir werden doch keine getrennten. Nee, hören. Dann ist hier Scheiße. So ein Paar. Aber das wird ja keine Schalldämpfung sein, das ist nur eine Verbindung. Und ab hier ist dann die neue Abgasanlage. Und dann, das heißt, wenn Klappe auf ist, ist es auch straight. Das heißt, die verschwinden. Ja. Die Mittelschalldämpfer verschwinden komplett. Oh, sind das und die Euter hier. Die dicken Euter hier, die verschwinden auch. Ja. Ich find's super. Dein Rücken wird ja so wehtun. Ah, oh, Leute, Abgasanlagen, ne? Habt ihr ja immer, selbst bei 2014er Autos, hier offenbar mit wirklich, also, ey, Alter, es sieht einfach aus wie 2006, es ist so heftig. Guten Stahlschrauben. Komplett verrostet alles. Den Scheiß hier, den kenne ich auch noch von meinem CLS aus 2004. Die reißen auch ganz gerne mal ab. Da habe ich zum Ende einfach hier geflext, das muss ab. Ich möchte die Abgasanlage als Gesamtes abnehmen, weil wir auch nur hier eine Trennung haben. Also der Mittelschalldämpfer ist komplett fest mit dem Endschalldämpfer verbunden. Das heißt, wir müssen das gesamte Ding von da hinten, bis hier abnehmen. Dann kommen wir hier rüber. Am einfachsten ist es halt, kleiner Lifehack, nicht diese Gummis hier versuchen rauszudrücken, sondern halt direkt hier ranzugehen. Da, an diese Schrauben, die Gummis halten. Eine knappe Stunde später, diverse Flüche und diverse Querstreben entfernend. Später habe ich jetzt schlussendlich hier die eine Querstrebe entfernt, beziehungsweise ich weiß gerade nicht, wo die genau verortet war. Hier, genau, hier habe ich die Querstrebe entfernt. Dann war hier noch eine Querstrebe und hier, dafür mussten die Unterbodenpappen hier ein bisschen weichen, die Teppiche, die habe ich jetzt hier hingelegt. Eiko meinte, die dienen irgendwie zur Versteifung des Fahrzeuges. In meinen Augen sind sie komplett unnötig, aber irgendwas werden sich die S-Klasse-Ingenieure schon gedacht haben. Dann habe ich die Auspuffgummis an den Haltern abgemacht. Habe hier die Schrauben so überdreht, dass sie abgebrochen sind. Das sind die alten, die sind sowieso, die kann man nie retten. Also ich habe es noch nie in meinem Leben erlebt, dass man sie rettet. Aber bei einem 2014er Wagen finde ich ziemlich krass, dass sie nach 8 Jahren so marode aussehen wie bei einem 2000er CL. Ja, dann habe ich hier die originalen Auspuffklappen an ihrer Führung da oben, irgendwo in dem ganzen schwarzen Tunnel, da geht der Schlauch hin, habe ich die abgemacht. Hast du mal kurz eine starke Schulter für mich? Was gibt's? Ja, ist alles locker, ne? Du läufst. Doch. Echt? Ja, alles. Also wirklich tuto alles. Ich frage mich jetzt ein bisschen, wie man es hier am AMG-Paket vorbeikriegt. Ja, weil es nach hinten muss, ne? Ja. Aber das kann man ja hier auch drehen. Achso, stimmt. Die Blenden habe ich auch abgemacht. Die liegen jetzt hier sicher auf meinen Sparko sitzen die auch. Ja, genau. So, dann haben wir, und was ist das für ein Halter? Verbindung von Auspuff zu Auspuff. Okay, ja, okay, das macht Sinn. So, die Rohrführung passt schon mal. Ist halt ein Halter, ich weiß nicht,
muss halt die fluchten, aber das hier wird der Halter da sein. Ne? Da wird man noch irgendwas anschrauben müssen. Und das weitere Rohr geht dann hier so längs. Ne? Ja. Viel Rohr, wenig Schalldämpfer. Schön. Ja, den Kontrast, den finde ich sehr geil. Digga. Ich finde sowas auch einfach so irgendwie sexy, erotisch. Keine Ahnung. Call me crazy, aber das ist einfach... Ach so. Ist geil, ne? Verarbeitungsqualität habe ich auch noch gar nicht zu gesagt, ne? Ja, das haben sie ganz gut geschweißt. Also, ich weiß nicht, sieht das nach Wick aus? Ist das Wick geschweißt oder ist das mit Brenner? Schreibt es in die Kommentare. Aber ich muss auch sagen, also es ist geiler Auspuff und so. Mein Spezialanfertigungsauspuff, der war von der Verarbeitungsqualität auch also genauso gut. Das ist schon geil, was man heutzutage für Geld bekommt. Ja. Finde ich. Also ganz ehrlich. Vor allem, das muss einer entwickeln, dafür muss jemand Material besorgen, das muss jemand zusammenschweißen, dann muss einer die Zulassung machen. Das ist schon, also ich weiß nicht, was das jetzt im VK kostet, aber so 5 Mille ist halt auf den ersten Blick ein bisschen Rohr und ein Schalldämpfer, aber die Zulassung bezahlt es halt auch, ne? Ja. Und das ist es einem dann schon wert. Wir haben das Wichtigste vergessen. Den obligatorischen Start ohne Auspuff, ne? Mhm. Aber ich glaube, ganz ehrlich, das wird jetzt zwar laut, aber wenn das straight ist, dann ist ja hier auch nicht mehr Dämpfung. Also ich glaube, das gibt schon einen guten Eindruck, wie der klingt. Hä? Voll entspannt. Ja, wir können auch so rumfahren, oder? Nein, bau das dran, das ist wie Straight Pipe. Alter, wenn das erstmal hinten rauskommt, ey. Warum stellen wir uns eigentlich nach hinten? Das Rohr endet ja hier. Ja, das ist in der Mitte. Aber ich fand den schon sexy, wie er eben so. Ja. Pass mal auf den Hellstart auf. Ja, ist er jetzt. Da fliegst du aus allen Socken, ich sag's dir. Ist er jetzt nicht kalt. Was ist das? Ist das dein Klappenmodul hinten oder was? Oh ja. Ja, die Klappe macht irgendwelche Geräusche. Sollte man vielleicht noch deaktivieren. Scheißegal. Digga, der Motor kann was. Ja, ja, klar kann der was. Ich weiß nicht, ob das auf Cam so rüberkommt, aber die Turbos sind präsent. Ich sag's immer wieder und ich weiß, niemand möchte es hören, aber die 500er sind die besseren AMGs. Das stimmt. Auch also die Chayas mit AMG-Paket eh kein Unterschied. Spätestens, wenn du die dann aufbläst, dann bist du beim gleichen Motor, einfach mit weniger Hubraum. Deswegen, ja. Ich bin ja AMG-Lover und jetzt gucken wir mal, ob meine anspringt. Ne? Also, moin, ja. Moin. Ja, ja, kurz einmal Kamera wechseln. Ne? Ja, Freunde, der ganze Kram ist montiert. Wir haben mittlerweile 6 Stunden später. Schönen Tag noch, ne? Warmstart, ne? Ja, aber Digga, klingt das gut. Also, das klingt wichtig. Oh, jetzt hat er nochmal was gemacht. Und Undichtigkeit unten erstmal. Ja, er pfiffert ein bisschen, aber ist jetzt nicht so penetrant. Also, kurz zur Erklärung, wir haben es nicht ganz geschafft, die Anlage mit dem Cut-Rohr richtig zu verbinden, weil irgendwas hat da nicht ganz gestimmt. Wir sind nur noch los, haben auch noch originale, neue Mercedes-Schellen besorgt. Keine Ahnung. Jetzt gerade klingt es allerdings nicht, als wäre es undicht. Klingt nicht so, aber ich glaube, es ist schon undicht. Also es sah optisch so aus, als ob es ist. Endlich fahren Sie ein V8. Schön, kein Diesel mehr. Ich weiß ja, wie Hagens S63 Cabrio im Stand klingt, das ist 1:1. Ja? Ja. Genau so? Ja. Wenn nicht seiner, nicht sogar noch leiser ist. Das müsste jetzt Klappe offen sein, wir wissen es halt nicht, ne? Kann man da was sehen? Ja, die Klappe ist sowas von offen. Alter, okay. Soll ich? Ja, nee, der Motor ist kalt, sonst hätte ich gesagt, wir machen jetzt einmal auf Socoposa Nenndrehzahl. Nein, einmal kurz einen Blub-Blub machen, damit die Leute das einmal von außen im direkten Vergleich wissen. Alter, du bist so im Stress, du, gönn dir doch mal Urlaub. Ja, genau, perfekt. Jetzt sitzt sie richtig gut. Er macht sie einfach zu beim Gas geben.
So, jetzt ist zu. Alter, das ist ja perfekt für Soko Dro. Für Soko Posa ist perfekt, ey. Alter. Okay, das ist geil. Ja, wie bereits gesagt, ne, die Turbos sind sehr präsent. Digga. Sehr präsente Turbos. Davon habe ich immer geträumt. Digga. Oh Mann. Ich bin so gespannt, was Schatzi dazu sagt. Aber trotzdem sehr dezent, ja? Ja, es ist nicht zu laut. Obenrum macht er zu. Obenrum macht er zu? Ja. Ich glaube, dass das zu ist. Also ich glaube, dass zu auch laut ist. Aber ja, man hört schon was, ne? Das sind ja kleine Dämpfer, ne? So. Und, spürst du einen Leistungsunterschied? Nee. Ey! Alter, der blubbelt, blubbelt. Alter, Pops and Bangs sind auch dabei. Okay. Er hat komplett zugemacht. Das war alles gestern sehr wild, sehr, sehr wild. Wir haben leider keine Außenaufnahmen mehr gemacht. Das lag daran, dass der Auspuff ab dem Moment, wo die Klappe geschlossen hat, übelst angefangen hat zu piffern, weil der halt undicht ist, noch in der Verbindung Originalrohr zur Anlage. Wir sind da in der Klärung, eventuell nehme ich da mal so 63er Rohrverbinder. Ich weiß nicht, ob ihr diese Schellen kennt, diese Doppelschellen. Deswegen habe ich noch keine Außenaufnahmen gemacht. Ich werde aber, das verspreche ich euch an der Stelle, ich werde noch ein Video machen, wo man komplett von außen in allen Fahrmodis das Fahrzeug hört, mit Klappe offen, mit der richtigen Steuerung etc. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Lasst mir sehr gerne einen Kommentar und ein Abo da. Schaut auch bei Mutlu von Livella vorbei für Abgasanlagen, Felgen, alles weitere. Vielleicht fahre ich da auch nochmal in Heilbronn vorbei. Besuche ihn mal und ich würde sagen, wir beenden das Video jetzt erstmal mit einem schönen Kaltstart. Da bin ich auch sehr gespannt, habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Okay, let's go. Das ist ein 500er, Baby. Los, muss los, Alter.